Hallo. Also, ich bin hier zwar beim Autofahren, aber ich habe eben jetzt Zeit. Das Handy ist da unten festgemacht. Ich schaue schön brav auf die Straße, habe eine Automatik, muss nicht schalten und rede jetzt einfach so vor mich hin. Also alles safe. Ja, dieses Video mache ich auf eine spezielle Anfrage, und zwar mache ich das zum Thema Liebeskummer und gleichzeitig auch quasi zu der Vorstellung, ja, gegen seinen Willen will ich ihn nicht zurück, aber eigentlich will ich ihn ja zurück. Und am allerliebsten ist mir natürlich jetzt hier Neville Goddard mit seinem Everyone Is You Pushed Out. Everyone Is You Pushed Out bestätigt eigentlich nur die Tatsache, dass es nichts und niemanden außerhalb von unserer eigenen Wahrnehmung gibt. Jeder Mensch, jedes Tier, jedes Objekt, alles, was wir irgendwo mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, ist von uns kreiert und manifestiert worden. Ja, das ist eine heftige Sache, aber das ist das Gesetz der Schöpfung. Wir sind ja nicht unsere Körper, wir sind ja nicht die Materie, aus der wir bestehen, sondern wir sind reines Bewusstsein. Reines Bewusstsein, das heißt reine Energie, und aus dieser Energie erschaffen wir alles, was sich in unserem Leben zeigt. Ja, so ist es. Und je bewusster wir uns dessen werden, je bewusster wir unseres wahren Seins werden, unseres energetischen Seins, desto mehr können wir eben auch die Dinge ganz bewusst so kreieren, wie wir sie gerne haben wollen. Und wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne haben wollen, dann haben wir das auch kreiert, aber halt unterbewusst. Und was sind unterbewusste Kreationen? Unterbewusste Kreationen sind eigentlich auch unterbewusste Überzeugungen. Und diese unterbewussten Überzeugungen, die manifestieren sich eben auch dadurch, wie wir in Beziehung stehen mit anderen Menschen. Weil was wir über andere Menschen denken, ist uns meistens überhaupt nicht bewusst. Und meistens ist es eben so, gerade in Bezug auf Beziehungen, egal wer die Beziehung beendet ist, wenn eine Beziehung beendet wird, dann hast du meistens schon die Beziehung beendet, bevor sie, also auf energetischer Ebene, die Beziehung schon beendet, bevor sie eigentlich auf materieller, also in unserer realistischen Welt, beendet worden ist. Also du, ob du es willst oder nicht, ja, natürlich wolltest du nie, dass es fertig ist, wolltest du nie, dass Schluss ist, du wolltest aber halt gerne, dass es anders ist. Und es haben dir viele Dinge nicht gefallen und du hast dich in vielen Situationen vielleicht nicht so gefühlt, wie du dich fühlen wolltest. Und unterbewusst oder sagen wir so, in unserem Unterbewusstsein sind wir halt so trainiert und programmiert, dass wir dann halt die anderen dafür verantwortlich machen, dass wir beleidigt sind, dass wir eingeschnappt sind, dass wir oft unser Herz verschließen, dass wenn du mich nicht liebst, dann liebe ich dich nicht. Und das sind alles Kreationen. Das ist alles in dem Moment, wo ich etwas wahrnehme, in dem Moment, wo ich etwas beurteile, wenn es nicht so echt ist, wie ich es gerne haben möchte, dann habe ich es trotzdem so kreiert, weil ich habe es wahrgenommen, ich habe es so beurteilt. Und das ist dieses Verflixte an dieser Kreation und an der Manifestation, da wieder rauszukommen. Und da wieder rauszukommen ist schwierig und einfach gleichzeitig. Rauskommen tust du, indem du aufhörst, das zu tun, was du bis jetzt getan hast. Rauskommen tust du, indem du aufhörst, das zu denken, was du bis jetzt gedacht hast. Und zwar über dich und in dem Fall eben diese andere Person.
und du brauchst überhaupt nichts weiterführen. Du fängst einfach neu an. Du fängst an, eine neue Kreation zu machen. Und zwar, du kreierst dich neu, dich als Partner, dich in einer Beziehung. Und du kreierst auch deinen Partner neu, deinen Partner, wie er in einer Beziehung ist, wie er als Mensch ist, was er für Einstellungen hat. Also wie wenn du dir eine, das kennt vielleicht viele von uns und von euch, wie wenn du dir eine Wunschliste schreibst und einen neuen Partner bestellst. Ja, das geht genauso. Nur dieses Bild projizierst du halt jetzt einfach auf eine bestimmte Person. Und das geht, weil everyone is you pushed out. Du bist sowieso mit allem und jedem verbunden. Also kannst du ja auch gleich das Beste aus dieser anderen Person machen. Und damit drehst du das Leben für dich und für die andere Person. Und so funktioniert's. Der Glaube, die Überzeugung und das Wissen, das ist number one. Das ist deine Währung. Das ist das, was du einsetzt. Und jeder Zweifel, den du hast, das ist einfach dein Minuskonto. Das wird dir wieder abgezogen. Und der Glaube bringt dich zum Ziel und der Zweifel stoppt dich. So, jetzt kannst du es dir selber ausdenken, wie lange es wohl dauert, bis du am Ziel bist. Und das Allerwichtigste bei dieser ganzen Geschichte ist, es muss dir nicht wichtig sein. Es ist ein Spiel. Kreation und Liebe sind Spiel. Weil erst dann, wenn du unabhängig bist von deinen Kreationen und in diesem Fall von irgendeiner anderen Person, sondern dich unabhängig vom Außen, von der wahrgenommenen Realität einfach fantastisch und großartig fühlst, in dem Moment hast du dein Währungskonto sowas von aufgefüllt mit Power und Energie. Und dann kann es nur so sein, dass deine Manifestation in deiner Realität erscheint. Und ich weiß, es sagen ja viele, ja, es gibt den eigenen Willen, es gibt den freien Willen, es gibt den freien Willen, aber auch den entscheide ich. Ich mit meiner Intention für jede andere Person entscheide, wie sich diese andere Person in meinem Leben zeigt. Ja, ich weiß, es klingt hart. Ich war auch lange eine von denen, die eigentlich sagte, ja, jeder hat seinen freien Willen und der freie Wille kann sich auch gegen meinen Willen richten. So, jetzt ist es doch runtergefallen, aber macht ja nichts. Also der freie Wille kann sich auch gegen meine Person richten, ja, nur wenn ich es glaube. Wenn ich das auch glauben mag, wenn ich von dieser Überzeugung bin, dann kann es so sein. Aber warum soll ich denken, dass irgendein freier Wille von irgendeiner Person sich gegen mich richtet? Ich kann ja glauben, was ich will, und mein Glaube ist Gesetz, mein Glaube ist Schöpfung. Und ja, da haben wir ein bisschen dran zu knabbern, natürlich. Aber das ist dieses Konzept, everyone is you pushed out. Und oft ist es natürlich einfacher, sich seinen Wunschperson, seinen Wunschpartner auf eine unbekannte Person zu projizieren, weil du da keine Geschichte hast. Und deswegen ist es auch wichtig, die Geschichte erstmal ins Reine zu bringen. Du kannst ja Geschichte schreiben, wie du möchtest, es ist ja deine Geschichte. Und all diese schmerzhaften, verletzenden, enttäuschenden, ablehnenden Geschichten, solange die natürlich noch in deinem Bewusstsein rumschwirren und du zulässt, dass sie eine Rolle spielen, werden sie eine Rolle spielen. Und deswegen ist es dieses, ja, im Prinzip das Vergeben ist nichts anderes wie Löschen von deiner Geschichte. Und Vergeben heißt tatsächlich löschen, dich irgendwie gutheißen, gut finden. Aber wenn du denkst, dass es sowieso alles nur durch deine Gedanken, Vorstellungen, Intuitionen von dir und von der anderen Person und von allen Bedingungen und so weiter und so fort im Leben kreiert hast, dann ist es doch
einfach auch zu verstehen, ja gut, den Scheiß, den ich jetzt da zusammen kreiert habe, den will ich nicht mehr, also fange ich neu an und mache was, was ich möchte. Und es darf ein Spiel sein, es darf leicht sein und dein zukünftiges Bild, deine zukünftige Freude, deine zukünftige Vorstellung von deiner Zukunft, das Bild oder das, diese Vorstellung ist das einzige, von dem du dich emotional leiten lässt. Also die Vergangenheit komplett loslassen, komplett vergessen, alles neu kreieren, alles neu gestalten, alles neu fühlen, alles neu handeln. Und das ist eins der schwierigsten Geschichten, wenn du zum Beispiel natürlich alleine in den Urlaub fährst und so weiter und so fort und natürlich denkst, wieso bin ich jetzt alleine, wieso ist da niemand da, wieso ist er nicht da. Aber genau das gehört dazu, dass du ganz, ganz frei in deiner Kreation und in deiner Schöpfung bist und die im Moment erscheinende Realität nicht dazu nützt, dir zu beweisen, dass das, was du dir wünschst, ja nicht bei dir ist. Das ist eigentlich mal so das Wichtigste auf diesem Weg. Mach dir einen Spaß draus, befreie dich, werde unabhängig von der Vorstellung, sei okay damit, dass er oder sie nie wieder zurückkommt, sei okay damit, dass du bis ans Lebensende Single und alleine bleibst, sei einfach okay damit, dass alles sich nicht verändert und lebe dennoch radikal und unnachgiebig in deiner Wunschrealität. Und du wirst sehen, je mehr du das schaffst, desto schneller geht's und desto überraschender sind die Ergebnisse, die kommen. Und dazu sind wir da, wir dürfen es lernen, dass wir endlich aufhören, unsere unbewussten Kreationen in die Welt rauszudonnern und wirklich aus Herz, aus ganzem Herzen, aus voller Liebe das Beste in uns und in allen anderen Menschen sehen. Und dann können wir unsere Traumbeziehungen zu jedem einzelnen Mensch aufgestalten. Und egal, wie der Mensch scheinbar sich zeigt, weil jeder Mensch hat alle Menschen in sich. Jeder Mensch hat alle Facetten in sich. Jeder Mensch hat alle Stärken in sich. Jeder Mensch hat alle Schwächen in sich. Und es liegt an dir, an jedem selber, was er aus dem anderen rauskitzelt. Und da musst du halt bereit sein. Niemand sagt dir, ja, du musst jetzt das aus dem rauskitzeln. Du kannst die geilste Beziehung aus dem Menschen rauskitzeln, aus dem du willst. Oder halt aus irgendeinem Unbekannten. Es liegt alles bei dir, an dir. Du kannst alles haben, was du willst. Ich hoffe, das war hilfreich. Sonst schreib mir auch in den Kommentaren irgendwie noch weitere Fragen. Aber das ist... Neville Goddard, Master Manifestation, Your Imagination is God, also deine Vorstellungskraft ist ja nicht physikalisch, ist ja kein Subjekt, ist ja an keinen Zeitraum und an keinen Ort gebunden und das ist das Gottesbewusstsein und wenn du dann noch diese Bedingungslosigkeit und die bedingungslose Liebe und die bedingungslose Freude mit reinmischt als Energie, dann bist du da, wo du hingehörst, dann bist du zu Hause, dann bist du der oder die, der du wirklich bist und dann kann das Leben nur noch schön werden. Und dazu sind wir da, es herauszufinden, wie es bedingungslos schön werden kann. Also, ich hoffe, das hat geholfen. Bye, bye.